Für Hausärzte in Baden-Württemberg wird es eng. Der Honorarumsatz durch Budgetierung sank in den letzten drei Monaten 2023 um 7% im Durchschnitt. Das bedeutet, die Leistungen wurden zwar erbracht, aber werden nicht bezahlt. Eigentlich sollte eine Entbudgetierung der Hausärzte erfolgen, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. Doch davon ist man noch weit entfernt. Stattdessen stiegen die Kosten in der Praxis. So haben alleine medizinische Fachangestellte ein Lohnplus von über 7% ab April 2024 erzielen können. Die Inflationsrate für Produkte lag bei 7%. Beispiel: ein Hausarzt mit 200.000 € Umsatz, 80.000 € Personalkosten und 40.000 Materialaufwendungen stand 2020 wie folgt da: 80.000 Euro Gewinn, die er für sich verbuchen kann pro Jahr. Derselbe Hausarzt erhält nun 7% weniger Umsatz, da die Budgetierung greift. Die Praxis also nur noch 186.000 Euro Umsatz. Durch je 7% Steigerung bei Personal und Material fallen aber noch 8.400 Euro Mehrausgaben an. Ergebnis? Gewinn 65.600 Euro oder 14.400 Euro pro Jahr geringer. Ergebnis? Aktuell hat ein Hausarzt in Baden-Württemberg bei gleicher Arbeitsbelastung im Vergleich zu 2023 ein persönliches Honorarminus von knapp 21% zu verkraften. Es lohnt sich oft nicht mehr als Hausarzt zu arbeiten. Ärztevertreter befürchten eine Flucht in die Anstellung. Patientenvertreter rechnen mit noch weniger Sprechstundenzeit für die Patienten.